Die drei Schritte zu einer erfolgreichen Manifestation deines Wunsches. Der erste Schritt: Wisse, was du nicht willst, damit du weißt, was du willst. Der zweite Schritt: Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Ziel und fühle, wie es sich anfühlt, wenn du dieses Ziel bereits erreicht hast. Drittens: Ignoriere deine derzeitige Realität, deinen derzeitigen Zustand. Der ist nur das Ergebnis vergangener Vorstellungen. So, diese drei Schritte werden dafür sorgen, dass sich deine Wünsche erfüllen. Nochmal zur Wiederholung. Der erste Schritt: Wisse, was du nicht willst, damit du weißt, was du willst. Richte deine Aufmerksamkeit, das ist der zweite Schritt, auf das Gefühl, wie es sich anfühlen würde, wenn dein Ziel bereits erfüllt wäre. Und der dritte Schritt: Ignoriere deine jetzige Realität, deinen jetzigen Zustand. Der ist nur das Ergebnis deiner vorhergehenden Vorstellungen. So erfüllen sich all deine Wünsche. Und wie genau das geht, das erfährst du in Pia und das Glück, weil ich weiß, die drei Schritte klingen so einfach, aber so vieles hindert uns daran, es auch tatsächlich zu tun. In Pia und das Glück erfährst du, wie du dran bleibst und wie du all das elegant aus dem Weg räumst, was dich daran hindern könnte. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut in Pia und das Glück. Gibt es auf Amazon. Und ja, das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, glücklich zu sein.